Ich darf Sie und euch herzlich begrüßen zum dritten Adventsimpuls. Viele kennen Sie wahrscheinlich, die Werbung des schwedischen Möbelhauses, in der die Bäume aus dem Fenster geworfen werden, um Platz für neue Möbel zu schaffen. Nebenbei bemerkt, die Bäume fliegen tatsächlich nur in der Werbung. Eigentlich werden am schwedischen St. Knut-Tag nur die Kerzen und der Schmuck vom Baum genommen. Wer heute schon in diesem tollen Buch gelesen hat, der hat gelesen vom Aufräumen von Altlasten, zum Beispiel in Form von Verletzungen. Im ersten Brief an die Korinther, in Kapitel 3, Vers 16, schreibt Paulus, dass wir der Tempel Gottes sind und Gottes Geist in uns wohnt. Gottes Geist, der uns Ratgeber, Ermutiger und Tröster sein möchte. Wenn ich mir dieses Bild vor Augen halte, wenn Gottes Geist in mir wohnen möchte, sollte ich doch auch gucken, dass da Platz ist. Wie sieht's da zum Beispiel mit meiner Zeit aus? Ist da Platz? Zugegeben, der Kalender ist ja gerade gezwungenermaßen verhältnismäßig aufgeräumt. Neben der Arbeit und vielleicht noch ein paar vereinzelten, wenigen übrig gebliebenen Treffen, die noch stattfinden dürfen, sind die Termine ja relativ wenig geworden. Und doch hat noch jeder 24 Stunden am Tag, die er füllen kann. Vor kurzem haben mein Mann und ich nach den ersten 7 Tagen in Quarantäne feststellen müssen, dass wir es noch kein einziges Mal geschafft hatten, in die Bibel zu schauen. Unsere 24 Stunden hatten sich trotzdem irgendwie gefüllt, aber leider mit weniger sinnvollen Dingen. Womit fülle ich meine 24 Stunden? Oder übertragen auf andere Bereiche? Wofür investiere ich mein Geld? Worum drehen sich meine Gedanken den ganzen Tag? Ist da nur Platz für mich oder auch für andere? Ist da Platz für Gottes Geist? Oder muss ich vielleicht gerade jetzt wieder in der Adventszeit Altes aus dem Fenster werfen, um Platz für Neues zu schaffen?